Da ist der Dollar wieder ein bisschen gestiegen, doch die wichtigste Frage derzeit ist, was macht die Fed? Und hat Jerome Powell mit seinem Team vermutlich schon eine Ansicht, die sich auf konjunkturelle Daten und Erwartungen stützt und den Handelskonflikt. Sein Präsident hat eine andere Meinung und der Markt hat auch eine gewisse Erwartung. Schauen wir, welche Erwartungen erfüllbar sind und wie die Devisenmärkte und Aktienmärkte darauf reagieren können. Zusammen mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Schönen guten Tag, Herr Stanzel. Guten Tag, hallo. Ja, es ist mal wieder Fed und inzwischen ist die Erwartung der Marktteilnehmer, es gibt eine Zinssenkung in den USA. Ist jetzt eigentlich nur noch ausgemachte Sache oder ist eigentlich nur noch die Frage, wie viele es sind und ist das Thema schon sozusagen durch? Und vielleicht auch, wie es ankommt, das wird ja ganz interessant sein. Es wird wahrscheinlich nicht an diesem Mittwoch sein, weil es die Wahrscheinlichkeit bei 20%. Wenn sie dann trotzdem senken würden, dann könnte das falsch verstanden werden. So auf die Art, so wissen die vielleicht mehr als der Rest vom Markt. Also sind die besorgter als wir alle. Also wird wahrscheinlich nicht jetzt dann sein, aber bis zum Herbst dürfte es einen Schritt geben. Es gehen sogar einige noch weiter, sagen zwei oder drei Schritte sogar bis zum Jahresende. Nun wären ja drei Zinssenkungen der Fed etwas, was zum Jahresanfang oder Ende 2018 kein Mensch erwartet hatte. Die Fed selbst gibt sich sehr bedeckt. Der Präsident hat sich eindeutig positioniert, aber allein schon jetzt die Zinsen zu senken, könnte die Fed ja in eine relativ unglaublich Unglaubwürdigkeitsschiene schieben. Nichtsdestotrotz, Devisenmärkte, Aktienmärkte haben das ja schon vorweggenommen. Wenn Marktteilnehmer bis zu drei Zinssenkungen erwarten und stellen Sie sich da mal vor, die kommt jetzt nicht und es kommt vielleicht, wenn überhaupt, nur eine. Wie viel zu viel ist denn da schon eingepreist? Das ist die große Frage natürlich. Ich glaube, man muss es auseinandernehmen. Es sind zwei Elemente, die wir sehen. Element Nummer eins gibt uns heute hoffentlich, so will man für Aktienanleger, die long im Markt sind, hoffentlich nicht. Lufthansa als möglicherweise erster Vorbote für weitere Gewinnwarnungen, die da kommen könnten. Lufthansa im Schnitt um 22%, jetzt die EBIT-Prognose zurückgenommen, Aktie minus 12%. Es könnte weitere solche Meldungen, Gewinnwarnungen geben, da ja die Hoffnung war, dass in der zweiten Jahreshälfte sich die Konjunktur wieder aufhält, dass das besser wird, dass der Handelskonflikt gelöst sein wird, dass positive Impulse von der Wirtschaft kommen. Auf der anderen Seite, da warten wir ja immer noch drauf. Ja, aber das geht ja dann auch nicht so schnell, selbst wenn der Konflikt gelöst ist, dass die wirtschaftlichen Impulse, das hat ja auch einen Nachlauf. Genau, der gleiche Effekt ist auch mit der Notenbank, wenn die jetzt die Zinsen senken im September oder vielleicht ist es Ende Juli, dann hat das einen psychologischen Effekt, aber eine Lufthansa hat gesagt, das wird in diesem Jahr nicht mehr besser. Das ist bis Ende des Jahres wird es nicht diesen großen Schub geben. Also sie haben gesagt, das gibt es gar nicht. Und darauf hofft ja der Markt. Und jetzt ist Lufthansa ein Unternehmen, aber lass da mal bis zur Berichtssaison. Juli fängt ja in den USA an. Noch ein paar Unternehmen kommen, die Ähnliches sagen und ähnliche Töne anstimmen werden. Dann muss man sich überlegen, wo ist da ein faires Mittelmaß zwischen dem Tief im Dezember an Weihnachten und dem Hoch, dann, das wir gesehen haben beim DAX vor gut vier Wochen, bevor die Mai-Korrektur dann kam. Bisher ist es, muss mich korrigieren, keine Korrektur, sondern nur eine Konsolidierung. Wir sind im Dezember deutlich runter, dann erstes Halbjahr wieder deutlich hoch und haben bisher so eine Konsolidierung. Und die Frage ist, löst sich diese Konsolidierung nach oben auf oder ist das jetzt schon wieder das Hoch und wir finden uns dann irgendwann so in der zweiten Jahreshälfte irgendwo in der Mitte ein? Auf der einen Seite gestützt durch die US-Notenbank, auf der anderen Seite aber belastet dadurch, dass die Gewinne der Unternehmen eben nicht in der zweiten Jahreshälfte wieder deutliches Wachstum erfahren. Aber müssen wir da vielleicht nicht auch unterscheiden zwischen Gewinnentwicklungen erstens mal in Europa und in den USA, zumal dann auch der Aktienmarkt in den USA die zahlreichen Gewinnwarnungen, die es bisher dort gegeben hat, auch besser weggesteckt hat? Vielleicht dank der Steuerreform und den Effekten, die es dadurch gab. Wir haben auch Deregulierung gehabt. Es geht den Banken dort sehr viel besser. Es sind sehr viele Sektoren, die eben, wenn man sich einfach nur den DAX anschaut, die dort, es geht denen dort besser. Die haben nicht die Probleme mit Deutsche Bank, die jetzt eine Bad Bank gründen möchte. Dort hat man eine JP Morgan, eine Goldman Sachs, das geht denen gut. Dann gibt es den Ölsektor, das geht dem gut. Es gibt natürlich den starken Technologiesektor, den haben wir dort auch, da haben wir hier auch, aber nicht so stark wie in den USA natürlich. Das sind Kurstreiber. Und
dennoch wird es so sein, dass wenn dort jetzt dann auch die Technologieaktien, die ja noch das Zugpferd waren, auch schwächere Zahlen sehen, dann haben wir diese Herabsetzung der Gewinne. Ein Aktienkurs ist ein Mehrfaches von den Gewinnen. Und wenn die Gewinne sinken, dann gibt es eine Anpassung. Das sehen wir heute bei der Lufthansa. Das ist das eine, wenn die Gewinne sinken, weil ich ja nicht weiß, ob es kommt, aber es ist eine Gefahr, dass das kommen wird. Und das Zweite wird dann sein, dass eben Rezessionsängste wieder in den Markt reinkommen. Die sind jetzt ein bisschen rausgegangen, weil die Notenbank gesagt hat, wir lockern die Zinsen. Aber und dann wird so eine self-fulfilling prophecy, ne? Ja, dann ist es doppelt. Dann steht da doppelt und dann, was macht die Fed? Genau, weil ich bin ja normalerweise für einen Anleger 1 Euro, das ein Unternehmen verdient, bin ich bereit, Mehrfaches zu bezahlen. 20 zum Beispiel. 20 Euro für jeden Euro, den das Unternehmen verdient. Das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und in wirtschaftlich boomenden Zeiten bin ich auch bereit, mal 25 oder 30 Euro. Bei sehr wachstumsstarken Unternehmen zahle ich auch 50 Euro, weil ich weiß, das hat in 2 Jahren 300% mehr Gewinn oder 500% mehr Umsatz oder 1000. Da zahle ich auch mal für 1 Euro 50 Euro. Wenn ich aber in Zeiten bin, wo es wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft, dann gehe ich halt von den 20 Euro, die ich bezahle, vielleicht auf 19, dann 18. Dann habe ich Rezessionsängste, gehe ich auch mal auf 15. Und wenn das beides jetzt stattfindet, auf der einen Seite eben die Wachstumssorgen, auf der anderen Seite tatsächliche Gewinnwarnung, dann prasselt das doppelt auf den Markt ein. Und dann wird die Fettstützen da sein, aber dann sind wir wahrscheinlich zu hoch, wo wir aktuell sind. Das heißt, es ist schon zu viel eingepreist, was die Fed dann machen würde? Das Wachstum muss kommen, es kommt nicht und deswegen wird es langsam kritisch, weil die Aktienkurse sind oben, das Wachstum ist niedrig. Ja. Eins von beiden ist falsch. Es kommt jetzt das Wachstum. Die Fed hilft sicherlich da dabei, aber wenn das nicht kommt, dann sind die Aktienkurse wahrscheinlich falsch. Wo ist es kritischer? US-Markt? Höhere Bewertung, besseres Wirtschaftswachstum, deutscher, europäischer Markt, schlechteres Wirtschaftswachstum, bisschen niedrigere Bewertung. Ich würde mal sagen, das geht beides runter. Ich meine, die niedrigen Bewertungen hier in Europa, wenn man sich eine Volkswagen anschaut, mit KGV von 7, haben ja auch einen Grund. Und wenn man jetzt eine Apple, die hat eine höhere Bewertung, hat aber auch einen Grund, dass die eine höhere Bewertung hat. Also allein deswegen da jetzt zu sagen, weil die Apple eine höhere Bewertung hat, wenn es jetzt das Umfeld sich insgesamt eintrübt wirtschaftlich, wird der eine mehr leiden als der andere. Das kann ich, glaube ich, so, wird wahrscheinlich alles dann runtergehen, wenn es so kommt. Es ist aber immer noch die Hoffnung und deswegen ist ja der DAX immer noch stabil über der 12.000, dass diese negative Stimmung, die wir haben, so sind wir ja an der Börse dann oft, wenn viele halt einfach skeptisch sind und sagen, da traue ich mich nicht dran, dann ist es eben antizyklisch schon wieder positiv. Das ist halt immer dieses Um-Drei-Ecken-Denken. Also die Stimmung ist sehr negativ, wenn sich die Nachrichtenlage aufhält, Wirtschaftsdaten kommen, die Gewinnwarnungen ausbleiben und vielleicht Einzelfälle bleiben, wie bei der Lufthansa, und sich im Handelskonflikt, wer weiß, was Ende Juni auf dem G20-Gipfel dann verkündet wird, wahrscheinlich kein fertiger Vertrag, aber die Psychologie spielt eine Rolle und wer weiß, was kommt. Derzeit ist die Stimmung sehr negativ und wenn die Nachrichtenlage passt, dann kann sich das auch zum Gegenteil auskehren. Wie gesagt, zurzeit, wir haben einen V-Boden und haben eine Konsolidierung. Wir müssen aus dieser Konsolidierung nach oben raus, 12.300, 12.400. Und dann wird es charttechnisch so aussehen, dass wir uns auch nach oben weiter fortsetzen. Also wir sind in so einer entscheidungsabwartenden Phase zurzeit. Was ja auch spannend ist. Jochen Stanze, vielen Dank. Ist die Lufthansa mit ihrer Gewinnwarnung für den Rest des Jahres ein Einzelfall oder ist das erst der Anfang von sehr, sehr viel mehr? Das ist eine der spannenden Fragen vor der neuen Berichtssaison, die Anfang Juli starten wird. Die Fed muss erstmals aber ein bisschen früher schon entscheiden, im Juli gucken die auch nochmal, und könnte eventuell die Zinsen senken. Dass sie die Zinsen senkt, das gilt inzwischen als nahezu ausgemachte Sache. Die Marktteilnehmer sind sich nur nicht einig, gibt es 1, 2 oder gar 3 Zinssenkungen in diesem Jahr, wobei 3 schon ein sehr, sehr kritisches Signal auf der anderen Seite wären, dass wohl die Währungshüter in den USA die konjunkturelle Entwicklung sehr kritisch betrachten. Sommer wird also noch mal deutlich spannender, in den nächsten Tagen auch. Stimmung an den Aktienmärkten angeschlagen, aber der DAX hält sich immerhin noch über 12.000. Wir informieren Sie, ob und wann das so bleibt.